Mal Turbo an hier. So. Ah, da haben wir sie. Aha. Wo war sie denn jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ja, sicher. Also hier ist die Straße. Das sieht man auch voll von hier. Man hätte es sehen können. Man hätte es sehen können, tatsächlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3 auf dem PC, Folge 20. Ja, wir machen weiter hier in unserem Ford Shelby Raptor SVT. Ja, so, wir gehen mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben eine Menge zu tun, sowohl hier als auch hier. Und dieser Scheunfund, obwohl, nee, nicht dieser hier, das war ja doch gar nicht. Gab's hier nicht noch einen anderen? Genau, der hier. Ey, dieser Scheunenfund, ne, der hat mich so auseinandergenommen, die letzten Folgen. Ah, wenn ich nur wüsste. Ich will mal was ausprobieren. Es gibt ja hier diesen, genau, den haben wir noch gar nicht benutzt, den Drohnenmodus. Das ist die Drohnenkamera. Ja, ich sehe schon. Dir eine völlig neue Sicht auf das Horizon Festival. Kann ich höher? Ah. Okay, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Aber... Oh, es gibt ein Turbo. Oh ja. Ist schick. Dieses Lied, ne? Ich liebe es. So, wir holen uns eine schnelle Karre. Ich will diesen Scheunfund jetzt haben. Deshalb wird es in dieser Folge wahrscheinlich auch wieder keine Rennen geben. Aber wir müssen das auch mal erledigen. So einsteigen. Ich bezweifle, dass es so gewollt war. So komme ich irgendwie nicht rein. Ich muss weiter nach vorne fahren. Alles klar. Vom Ausgang weg. Um reinzukommen ins Festival. So, wir schnappen uns eine schicke Karre. Wir nehmen... Das heißt, ich habe eigentlich Lust auf den Autopass hier. The Smoking Tire Autopaket. Ich weiß so genau was. Ich wollte ja eigentlich, ja, den hier, aber ich will diesen Aston Martin jetzt fahren. Den Aston Martin Vulcan, den will ich jetzt fahren. Der sieht so eigentlich ganz gut aus. Boah, fett, so nehme ich den. Der sieht ja mal so aus von krass aus, so. Diese Musik, ne? Ich bin jetzt mal still, ne? So. Wir verändern natürlich was. Reifenmischung. Gibt's gar keine. Okay. Federn gibt es aber, da kriegen wir den sicherlich. Kriegen wir gar nicht. Oh, man kann da echt gar nichts dran ändern. Und das verbessert sogar die Beschleunigung. Reifenbreite, kann man da noch irgendwas tun? Oh, von 305 gleich mal auf 355er. Kala. Das Menü ist mir immer noch so ein bisschen zu lahm. Also, jetzt drücke ich den Knüppel und jetzt kommt es erst. Also, das finde ich sehr schade. So, das dürfen wir erstmal installieren. Gibt es nicht noch sowas wie Stabilisatoren und so? Das wäre ganz nett. Kann man da noch was machen? Ja, ja, da kann man... Ui. Ja, das hier ist ein Motor, ja. Full Carbon. Geiles Teil. Das muss man schon sagen. So. Moment, was? Was war denn das? Ja, irgendwie geht das nicht. Gut. Ja, man kann jetzt verändern, wir fahren das Teil jetzt. Ohoho. Alter, der klingt ja wie ein Formel-1-Wagen. Der heult ja richtig, der Motor.
Den muss man nochmal anhören. Der Aston Martin Vulcan. Boah, sieht der Hammer aus. Nein, nicht wieder. Oh, jetzt habe ich mich auch noch verdrückt. Ich wollte in die Innenperspektive. Ja, nee, zurück. Ich will fahren jetzt. Fahre ich jetzt erstmal ein bisschen weiter zurück, wenn das nicht klappt. So. Ja, der hat auch ein schickes Sportlenkrad. Wahnsinn. So, wir fahren jetzt mit dem bisschen, nämlich bis hier. Offensichtlich. Ah, nee, wir fahren genau bis hier, denn da haben wir noch eine Straße nicht entdeckt. Boah, aber der schiebt aber ganz schön, du. Alter! Als wenn er so viel zieht, ne? Boah. Als wenn er im dritten Gang noch Reifen durchdreht. Das ist nämlich der Nachteil, wenn du zu viel Power auf Heckantrieb hast. Alter, der schaltet aber auch richtig fix. So, jetzt aber erstmal auf dem Highway. Alter, der hat aber auch ganz schönes Handling hier, ne? Schick, schick. Ja, danke, dass das Spiel jetzt ständig in Zeitlupe läuft, Mann. Hallo? Der hat aber gar nicht mal so eine Höchstgeschwindigkeit, wie ich jetzt erhofft hatte. Ehrlich gesagt. 300 ist Ende, oder wie? Ja. Alter, der hat eine echt geile Kurvenlage. Boah, ganz knapp. Ja, jetzt geht's halt aber wahrscheinlich. Ich muss erstmal die Welt... Ja, genau. Ja, ramm mich halt, ne? Ist ein bisschen... Sag mal, wo führt mich denn das Navi hin? Okay, hier komme ich nicht durch. Ich wollte eigentlich gar nicht langfahren. Mit dem Auto sowieso nicht. Ne, also. Das ist mal ein Schild. Gut zu wissen. 1000, wa? Ja. Ah ja. Ja, danke, Schild, dass du mal jetzt hier von mir verschwindest. Das wäre sehr nett. Ich schalte runter. Das ist mir hoch, meine ich. Ich schalte hoch, weil das Gelände mit dem Vulkan... Ja, Hauptsache, der kommt mir mit dem Bugatti Veyron entgegen. Als wenn er nichts Besseres zu tun hat, als mit dem Bugatti Veyron Supersport auf dem Gelände rumzudriften. Mit Allrad auch noch. Hm. Das versteht sich ja sowas von selbst. Das ist der Roller Sixer in einem Lamborghini Veneno. Boah. Auch eine fette Kiste. Alter, der hat aber eine echt gute Kurvenlage. Ey. Jetzt gib ja nicht an hier. Außer Kontrolle. Oh, komm schon. Nee, also den Wagen kannst du im Gelände überhaupt nicht fahren. Oh, hier ist vorbei. Zum Glück, weil hier kannst du den nämlich nicht fahren. So. Hier kannst du den fahren. Hat auch ein sehr schnelles Schaltgetriebe. Also ich habe das Gefühl, die KI passt sich dann schon so ein bisschen an mein Fahrzeug an. Die fahren hier nämlich alle mit Lamborghini. Bugatti, Königsegg und so alles. Pagani war es da, glaube ich. Ist hier eine Straße? Also, hat er schon erkannt, super. Die Leistung ist einfach da, wenn die Drehzahl oben ist, ne? Boah, wie der hier um die Kurve rumkommt, ne? Ich muss den jetzt mal ein bisschen schneller fahren und da hinten mal um die Kurve. Der wird da rumkommen, mit diesem fetten Spoiler. Ich gehe nicht auf die Bremse. Er fährt hier einfach mal mit 280 ohne Probleme durch. Kein Problem. Da ist ein Schild, wa? Ja. Nehmen wir mit, wir sind in Woods Point.
So, da wir ja diese Drohnenkamera verfügen, ist mir jetzt die Blendenidee gekommen, die zu verwenden und in diesem Gebiet herumzufliegen, bis wir diese verdammte Scheune da gefunden haben. Ich habe die eine gesamte Folge lang, glaube ich, gesucht, über zwei Folgen verteilt und habe sie einfach nicht gefunden. Oh, ich muss ja gar nicht bremsen, der fährt es auch so. Mit dem werden wir auf jeden Fall Rennen fahren. Und wir werden auch gewinnen, weil ich bei den Kurven einfach nicht bremsen muss. Das ist sowas von krank. Hier rechts haben wir zwar auch eine Straße nicht erforscht, aber naja. Ich kann ja einfach mal im fünften Gang mit über 200 durchcruisen und muss noch nicht mal auf die Bremse drücken. Nice, schönes EP-Schild nochmal während der Fahrt mitgenommen. Das ist natürlich sehr gut. Na, da sind wir auch schon da. Dann boxieren wir uns da mal. Nichts, Anna, nichts. Ah ja, also Straßenteilen werden wir noch entdecken jetzt. Dann sollten wir die auch haben, jawohl. Aber auch selbst im Gelände, der fährt echt gut. Ohne Spaß. Ja gut, wir fahren jetzt nur in Anführungsstrichen 100, aber trotzdem. Das Auto hat ein überrascht gutes Handling. Na gut, hat doch einen Wert von über 9. So. Jetzt langt's mir. Schon ist doch mit Sicherheit hier irgendwo rechts. In diesem Leerraum, aber hier ist nichts, hier ist nur Wald. Also wo soll die schon sein, ne? Hinter dem Felsen hier vielleicht irgendwie. Naja, hier ist ja direkt die Straße. Bevor ich mich wieder unnötigerweise auf die Suche mache. Läuft eigentlich die ganze Zeit Radio? Nee, ich wollte schon meinen, nicht, dass hier die ganze Zeit zwei Radios laufen. Wir gehen in den Drohnenmodus. Der läuft jetzt hier nicht so ganz geschmeidig, aber ja, ich kann auch nur auf dem Boden rumlaufen, oder wie? Okay, ja, hier. Wo ist denn die Scheune? Na, Turbo an hier. So. Ah, da haben wir sie. Aha, wo war sie denn jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ja, sicher. Also hier ist die Straße. Das sieht man auch voll von hier. Man hätte es sehen können. Man hätte es sehen können, tatsächlich. Da war ich zu blöd für. Ja, okay. Also, wenn man nicht drauf vor, wenn man es nicht weiß, komm. Das ist sowas von schwer zu finden. Das ist da einfach nur. Da gebe ich mir jetzt die Schuld nicht, weil er steckt jetzt hier fest. Ja, schick. Er hat hier seine Kraft. Kommt da auch hoch. So. Das setze ich schon voraus. Aber jetzt holen wir uns das Ding endgültig ab. Bin mal gespannt, was da drin ist. Ne? Man ist direkt davor und trotzdem, man sieht sie immer noch nicht. Hier ist sie ja. Endlich. Wir haben sie gefunden. Nach so vielen Folgen. Ja? Ich habe es schon mal aufgegeben. Das hier wird etwas ganz unglaublich. Großes, das spüre ich. Oh Mann, wir haben eine echte Legende gefunden. Der Holden Sandman. Siehst du die Lackierung? Das ist die Sea Witch Edition. Nicht irgendeine Schmiererei, das ist der originale Holden aus der Broschüre. Ja, das freut mich. Okay. Ab damit in die Werkstatt. Ich ruf dich an, wenn ich das Ding rundum erneuert habe, okay? Alles klar, Varen, lass dir Zeit, den will ich nämlich nicht so gerne fahren. So, was ist denn hier näher? Ich würde dann eigentlich mal zu dem nächsten Scheunenfund fahren. In 400 Metern rechts abbiegen. Danke, Anna.
rechts abbiegen. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Dann können wir den Driver Tar vielleicht herausfordern mit dem Auto. Ja, das wird diese Folge wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen sein. So, bin schon mal gespannt, wenn wir in dieser Region hier Rennen fahren werden. Das wird auch noch witzig. Was ist denn los? Haben wir schon gemacht, da erinnere ich mich ja noch selber dran. Keine 10 Folgen hier. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. So schnell wie ich neue Folgen hier mache, komme ich mit dem Upload gar nicht hinterher. Ja gut, wenn das Spiel neu ist, dann muss man es auch spielen. Ist ja klar. Boah, da kommt mir der... Ja, Hauptsache, der ist Stufe 1 und hat bereits ein Hennessy bei einem GT, ne? Also, das ist dann schon nicht so ganz realistisch, aber okay. McLaren P1, tschüssi. Hab einen Vulkan, der kommt hier selbst mit 200 noch einwandfrei um die Kurve. Überhaupt kein Ding für mich, ne? Hey, Hauptsache, ne? Ich kann hier einfach mal sowas von um die Kurven brettern. Das ist unglaublich, diese Kurvenlage. Unglaublich. Königsegg Regera. Auch super Karre. Was ist das da? So. Wir fahren hier erstmal rein. So ganz in Ruhe. Gucken uns nach dem Scheun von um. Der hier eventuell schon sein könnte. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, so einfach. Boah, aber da haben wir doch was gesehen. Ein schickes EP-Schild. Ah, da. Wie viel? 20.000! Aber warum aktiviert sich eigentlich dauernd Anna? In der Nähe gibt es eine Löffelliste-Herausforderung. Nee. Soll ich für Sie eine Route? Nein. Okay. So ganz vorsichtig hier ran nähern. Ah ja, da haben wir es. Ich weiß nicht, wieso sich einer die ganze Zeit aktiviert. Ich sage den Namen gar nicht. So, was bekommen wir? Auto oder eine Menge Geld? Wenig Geld wie die haben. Wir bekommen einen Chevrolet Supersport. Der sieht aber irgendwie nicht so Supersport aus. Ah, egal, nehmen wir an. Klar, nehmen wir den an. So, dann machen wir das jetzt mal. Kann sein, dass er mich falsch versteht. Wir fahren jetzt mal alle Straßen in dieser Zone ab und dann nehme ich wieder die Drohne. Wozu habe ich die, ne? Das bringt's. Da ist ein Haus. Gucken wir uns gleich mal an. Ich will nämlich die Straße hier noch abfahren, damit ich das dann später nicht mehr tun muss. So. Hier ist ja was. Das sieht aber irgendwie nicht nach einer Scheune aus. Dieser Weg hier, der führt da auch nicht hin. Den würde ich aber dann ganz gerne nochmal abfahren jetzt. Und dann suchen wir mit der Drohne die Zone ab. Super Strecke. Hier will ich auf jeden Fall ein Rennen fahren mit einem Geländewagen. Das wird so geil hier. Wir sind tatsächlich wieder in Byron Bay angekommen. Es führt uns immer wieder zurück zum Start. Aber so haben wir auf jeden Fall die Straße schon mal abgefahren. Und jetzt ruhe ich nochmal kurz mit der Drohne. Die Scheune! Wo hast du dich versteckt? Turbo an, dann fliegen wir hier. Schade, dass die Drohne nicht höher steigen kann. Echte Drohnen, die... Man hört sogar die Ventilatoren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja auch in echt natürlich Drohnen. Ich glaube, da ist sie, ja. Kann das sein? Ich glaube sogar, ja.
Ja, da ist er ja. Die ist gar nicht mal so schwer zu finden gewesen, obwohl wir ja diese Straße hier gefahren sind. Aber wir haben sie nicht gesehen. So ein Mist. Ich habe mich noch nicht mal umgeguckt. So ein Versager bin ich auch hier. Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich. Wo ist denn die jetzt? Da. Ich muss mir so... Danke. Boah. Boah. So, aber die Folge ist zu Ende. In der nächsten Folge fahren wir dann zur Scheune und decken die auf. Mal schauen, was da drin ist und dann fordern wir den Driver-Tar raus. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.